Hallo liebe Gartenfuchsfreunde, heute zeige ich euch, wie ihr richtig eure Hängekätzchenweiden schneidet. Der richtige Zeitpunkt ist Ende März, Anfang April. Die Hängekätzchenweide schneidet man nach der Blüte, wenn man bereits den Blattansatz sieht. Die Hängekätzchenweide gehört nicht eingekürzt, sondern wirklich heroben beim Kopf geschnitten. Im nächsten Jahr treibt sie dann frisch aus und an diesen Ästen bildet sie nächstes Jahr die Kätzchen. Schaut dann kurz ein bisschen kahl aus, aber ihr werdet sehen, sobald der Frühling kommt, treibt die Kätzchenweide wieder aus. Nehmt eine scharfe Baumschere, nicht so wie ich, dann geht das perfekt. So, und das macht ihr mit der ganzen Pflanze. Am Ende bleibt nicht viel übrig. Viel Freude mit eurer Hängekätzchenweide, bis zum nächsten Mal.